Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Thunder Talks. Diesmal Folge 2 mit JJ und seiner Panamerika. In der ersten Folge haben wir das Motorrad hervorgestellt und klar, kurz abgerissen, was du vorhast mit dem Bike in der nächsten Zeit. Jetzt hast du deine ersten 2000 Kilometer gefahren, bist zur ersten Inspektion hier gewesen, hast ein kleines Upgrade bekommen und mich würde ganz dringend interessieren, wie die ersten 2000 Kilometer mit dem Bike für dich waren. Und du hast, glaube ich, auch noch irgendwie so einen Lehrgang gemacht. Da kannst du aber kurz was zu erzählen. Ja, ich habe einen Lehrgang gemacht. Also ich habe das Bike jetzt 2000 Kilometer gefahren und bin hellauf begeistert. Ein ganz anderes Fahren als mit meinen anderen Maschinen. Aber ja, ich sage immer, das ist richtig Moped-Fahren. Das ist, da kannst du in die Kurven gehen. Das ist also wirklich, wirklich toll. Und für meine lange Reise, da ich ja auch in die Berge fahren will, Offroad fahren will, habe ich natürlich ein Training gemacht beim Enduro Action Team in Meltewitz. Und ja, das war also sowas von klasse. Die haben mir also alles beigebracht, was ich brauche. Schotter fahren, ganz, also Waldwege, so wie hier, noch viel schlimmer, über Baumstämme durch Wasser fahren, berganfahren, bergauffahren, was übrigens auf Schotter berganfahren wahnsinnig schwierig ist. Da gibt es gewisse Tricks, die man da macht. Also, aber ich habe sie jetzt alle drauf. Ich hoffe jetzt jedenfalls, dass das nicht passiert. Also das war schon toll. Und dann der Weg hierher zu euch, zur ersten Inspektion, was natürlich langweilig war, Autobahn. Ne? 600 Kilometer Autobahn, nicht so schön. Aber ja, musste sein. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt bei euch war zur ersten Inspektion. Ja, in Zukunft ist ja nicht mehr so viel Autobahn wahrscheinlich angesagt. Du hast so einen Europatrip vor. Erzähl uns doch mal, wo deine Ziele sind, wohin du fährst, wie deine Reise geplant ist und wo du zum Schluss wieder ankommst. Ja, geplant ist eigentlich gar nicht so viel. Also ich fahre jetzt von hier, fahre ich Richtung Bodensee nach Scheidegg. Dort habe ich eine Unterkunft für 4 Tage. Ich muss mich jetzt mal ausruhen von all den Stress hier, Strapazen, die Filmarbeiten und alles, von den Strapazen. Besuche dort Freunde am Bodensee und dann nach diesen 4 Tagen geht es also wirklich auf große Reise. Grobe Richtung, wobei das sich alles ändern kann. Ich habe wirklich nichts geplant, keine Unterkunft, gar nichts. Wettermäßig wird gefahren und gucken. Ich will also Richtung Provence fahren. Dann weiter runter zur Côte d'Azur, dann wieder zurück ins Piemont, nach Italien, Lago Maggiore, die Ecke runter. Dann nach Südtirol, da war ich mit meiner Frau sehr oft, da werde ich auch ein paar Tage fahren, die ganzen Pässe abfahren in die Dolomiten. Und von da aus fahre ich dann in die Toskana und dann weiter, weil ich Freunde besuchen soll, auf Elba. Dann habe ich vor, noch Korsika zu machen, dann ganz runter zu fahren in Stiefel nach Sizilien und dann wieder zurück an der Adriaküste hoch, wieder Österreich, rüber nach Slowenien, Kroatien, Montenegro, Albanien, dann die Tour wieder zurück über den Tegernsee und dann wieder zu euch. Ja, sehr schön. 8000er Inspektion. Ja, dann hast du wahrscheinlich 10.000 gefahren. Ja. Und aus den 6 geplanten Wochen werden 8, aber ja, das ist ja nicht schlimm. Das kann auch sein, das kann auch sein. Der Weg ist da, glaube ich, das Ziel, ja, ne? Genau, genau richtig, Thomas. Und ja, wir haben jetzt auch noch ein kleines Upgrade gemacht. Ja. Du hast eine neue Auspuffanlage bekommen, die neue Jekyll & Hyde. Ja. Wolltest du von Anfang an haben. Ja, und ich bin wahnsinnig zufrieden. Ich bin ja jetzt eben das erste Mal hierher gefahren. Der Klang ist wirklich ganz fantastisch. Anders als den vorher, ich hatte ja den Screaming Eagle dran, aber hier mit dem Klappenauspuff, boah, das ist schon eine Nummer, also richtig, richtig toll. Und danke an dich, dass du das geschafft hast, das Ding zu besorgen und heute daran zu kriegen. Das war ja eine Nummer für sich, also richtig toll. Ja, die ganze Mannschaft hat ja gemacht. Ja, genau, also das war schon super. Schön, ausgerüstet bist du auch gut, sehen wir, du hast hier die Harley. Ja, das ist die Harley Grid Bekleidung. Ihr seht ja schon, ich bin ja im Gelände, wie das alles schon zerschlissen und dreckig ist, aber sehr funktional. Hier sind ja auch noch Wärmeisolierung drin, die ich rausnehmen kann und Regen. Und das ist also, hat alles Hand und Fuß. Die Reißverschlüsse sind an der richtigen Stelle. Ja, die Handschuhe, der Helm ist einfach toll.
Ich bin also wirklich sehr, sehr zufrieden. Bestens ausgerüstet. Perfekt. Ja, dann bist du ja wirklich, wie du schon sagst, bestens ausgerüstet für die lange Tour, für die große. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Ich wünsche dir, dass alles hält, dass du gesund bleibst, dass der Moped gesund bleibt, ja, dass nichts passiert. Und dass wir uns dann in circa 8 Wochen wieder hier sehen. Und dann erzählen wir euch von seiner Tour, was er alles erlebt hat, wo er überall war. Und dann gibt es eine etwas längere Ausgabe. Das würde ich auch sagen. Das könnte länger werden. Und dann fahren wir mal eine Runde zusammen. Thomas, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Sehr schön. Super. Viel Spaß. Danke dir.